Servus. Geht's auf. Jetzt geht's auf nach St. Pölten und ich freue mich, wie gesagt, schon sehr, sehr drauf. Es wird herrlich werden, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist doch wirklich ein Tag, wo es dir besser gehen sollte. Und nicht, wo es dir schlechter gehen sollte. Und ich finde es wirklich sehr, sehr leidend. Sorge. Es ist doch immer ein bisschen die Krisenzeit und das Ganze. Aber es wird auch wieder vergehen. Ich fahre halt gerne Bahn, ihr wisst ja. Ich jetzt meine. Thank you.
Ich war nämlich gerade in Form und jetzt fahre ich mal nach St. Pölten zurück und ich finde, es gehört sich, dass ich mal reise und nicht immer nur Wände anstarre und so. Jetzt sind wir in Rosenburg. Aber das scheint eh fast wieder alle Stille zu sein hier noch. Und es freut mich ja auch immer wieder, dass ich da mal Freude habe, irgendwo hinzureisen. Das Wetter passt doch natürlich. Die Sonne ist auch auf jeden Fall da. Aber man kann doch nicht noch erwarten, dass das vielleicht extra so bleibt, wie es bleiben sollte. Es ist einfach wunderschön, muss ich sagen. Und man kann nicht genug davon kriegen. Es ist einfach bombastik hier. Gott. Zu jeder Sache.
lass Gott aus dem Spiel, aber den kann ich nicht aus dem Spiel lassen. Einfach so geil, das Martinswort. Einfach zu geil. Jetzt aber die richtige Schärfe oder Konsistenz, wie man auch sagen mag. So herrlich hier. Es gibt nichts Schöneres als wie die Donau. Ihr wisst es schon, ne?
und ich genieße auch die Zugfahrt. Ich fühle gerade nicht. Dass ich dauernd hier meine Hand dazwischen habe, aber es rutscht nicht. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Kann ich wenigstens etwas festhalten. Ist das ziemlich schlimm. Jetzt ist es besser. Habe ich immer wieder Angst, dass das Auge rutscht. Ich bin gespannt, ob auch irgendwann mal die Zeit es zulässt, dass ich hier etwas längeren arbeite natürlich. Das darf ja natürlich auch nicht daran scheitern, dass ich persönlich mit euch das mache. Wisst ihr eh Bescheid. Und ich werde nie so weit gehen, dass ich irgendetwas mache, was nicht okay ist. Es ist halt wieder mal
solltest du nicht machen, mein lieber Freund. Nicht plumps machen, wie gesagt. Mann. So ist es jetzt besser. Sorry, dass da und meine Hand dazwischen ist. Aber es rutscht immer das blöde Teil da weg. Aber ja, ihr kennt das ja alle. Es rutscht und rutscht und haltet auch nicht. Und es ist auch wirklich wunderbar. Nur traurig sind diese Friedhöfe da, wenn ich jetzt gerade vorbeifahre. Und man kann ja auch viel daraus lernen, dass vieles richtig und auch vieles falsch ist. Ich, meine Wenigkeit, lerne immer wieder dazu. Weil ich es einfach, wie soll ich sagen, in Ordnung finde, dass man etwas Neues lernt. Und ja, was soll man noch Großartiges dazu sagen? Mehr als mit dies und das kann man eh nicht machen. Es ist einfach am schönsten, dass man viel macht und ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich unternehme halt gerne alleine etwas, weil ich finde, dass allein das Fortfahren halt mehr Spaß macht. Klar ist es auch in Ordnung, dass man Freunde oder Freundinnen hat, aber man muss auch definitiv daraus lernen, dass das Leben kein Konzert "Ich wünsche mir was" ist. Und man weiß ja auch genau, dass alles seine Grenzen hat und man nicht übertreiben darf oder soll, weil es einfach der falsche Weg natürlich ist. Und ich kann euch, wie gesagt, nur noch sagen, weil ich liebe es irgendwie. Zugfahren sowieso, aber der Rest wird dann eben auch mal von selbst kommen. Es wird noch ein Wunder grenzen, ein Wunder. Böser Finger. Ich will halt nur nicht, dass das runterrutscht, weil ich mache das nicht zum Spaß oder so. Ich finde es eigentlich immer genial,
dass ich eben alleine sitze im Zug und Dinge mache, die mir eigentlich immer Spaß machen. Da ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt irgendetwas mache oder nicht. Aber wenn jetzt wer einsteigt, finde ich es eigentlich total schlecht. Aber man kann auch nichts dagegen tun. Das ist einfach nur Tatsache. Ich wünsche Ihnen noch was.